So, moin und herzlich willkommen zu einem Spezial wieder. Mal ein kompletter Rückblick von dem, was so passiert ist auf meinem Kanal, seitdem der geöffnet ist. Vorweg habe ich die Kamera laufen, zum Schluss auch nochmal, um was zu erzählen. Da würde ich doch sagen, fangen wir doch gleich einfach mal damit an. Ich werde euch Videos zeigen, so die aus den Sachen, die ich so gemacht habe, die meisten Aufrufe hatten, meine ich. Und ja, mal gucken, was da so zurechtkommen wird. Lasst euch überraschen. Ich werde natürlich auch zu jedem was erzählen. Hab die Musik extra bei den Sachen halt ein bisschen leiser gestellt, damit ich dazu noch was sagen kann. So, dann starten wir. So, da kommen wir auch zum ersten Let's Play. Und zwar seht ihr hier Need for Speed Most Wanted. Ich habe jetzt den 6. Part genommen. Der hatte die meisten Aufrufe. Ich glaube mit 38, bin mir aber nicht 100%ig sicher. Wenn ihr genau hinhört, warte mal, ich mach mal kurz lauter. Hört ihr meine Stimme auch? Im Hintergrund höre ich auch komischerweise Musik. Verstehen kann ich das nicht. Man hört mich auch noch richtig rauschen durch das Atmen. Also für mein erstes Let's Play, das war damals für 3Core TV gedacht. Dementsprechend ist das Intro auch noch von 3Core TV drin, aber naja. Ihr merkt, ich bin noch sehr ruhig, ich habe kaum was erzählt. Wir haben es geschafft. Siehst du, ihr habt gehört, meine Stimme ist da noch ein bisschen oder komplett anders. So, und dann kommen wir zum nächsten Spiel. So, wir starten das nächste Spiel und zwar Euro Truck Simulator 1, Mission 2 Abenteuer oder Amateur, Teil 15. Wir sehen, das Video hat 23.000 Aufrufe. Und ja, ich erzähle auch kurz was. Aber ich kann hier nur... Ich kann da nach Newcastle. Ah, okay. Ja. Können wir halt wieder ganz normal. Ja, meine Stimme ist da immer noch. Zu dem Let's Play kann ich auch sagen, ich habe es abgebrochen nachher, weil mir das zu eintönig wurde. Weil ich halt auch noch sehr ruhig war und ja, die Stimme halt noch nicht ganz da war. Es hat sich natürlich alles geändert. Und ja. Wie gesagt, 23.462 Aufrufe, 2 Daumen nach oben, 15 nach unten. Schade, aber es hat, das ist das Video auf meinem Kanal, the best one, also besseres habe ich nicht. Das hat die meisten Aufrufe, danach kommen erst wieder welche mit 5.000 und also in dem Bereich. Aber dafür am 2.12. kam das hoch, Euro Truck Simulator. So, und dann kommen wir natürlich auch direkt zum nächsten Spiel. Ja, ihr seht, Left 4 Dead 1, Mission 1, Mercy Hospital, Teil 4. Ich glaube, ich habe das alleine gespielt. Ja, ich habe das anscheinend alleine gespielt. 271 Aufrufe von Left 4 Dead 1, die meisten Aufrufe. In meinen Augen Left 4 Dead, ein echt geiles Spiel. Der zweite Teil genauso. Wenn ein dritter rauskommen sollte, werde ich mir den natürlich holen und natürlich auch Let's Playen. Weil, ja, ich kann das von Phenomix sagen, ich kann das von dem Handewitt Gamer sagen. Es sind 1A-Spiele. Was Besseres kann man so zombie-mäßig, finde ich, nicht spielen. Ist in meinen Augen immer noch ein absoluter Hit. So, wollen wir mal stimmlich gucken, was wir da geboten haben. Anscheinend gar nichts, da ich nicht rede. Ja, anscheinend rede ich nicht. Irgendwas ist da wohl vorgefallen. Naja, das waren halt noch die Zeiten, wo ich sehr ruhig war. Man sieht, 23.09.2011, das war ja noch meine Anfangsphase, wo ich noch nicht so wirklich wusste, was Sache ist. Jo, und dann kommen wir auch zum... Und wir sehen Crysis 1. Ja, was ein Hammer-Game. Sogar hier in HD verfügbar. Und? Okay, ich bin nicht gerade am Reden, aber... Negativ, Archer. Nur einen Eingang. Bleiben Sie, wo Sie sind. Wir schicken ein paar Leute, die Sie da raus...
Ja, es war ein Hammer-Game, auf jeden Fall. Ich wollte auch noch Warhead Let's Playen, den zweiten Teil natürlich auch. Zweite Teil ging natürlich komplett in die Hose, da der Key nicht mehr verfügbar war. Ich muss nochmal gucken, ob ich das irgendwie gerettet bekomme, dass ich den zweiten Teil auch nochmal Let's Play, weil der dritte auch rauskommt. Und ja, mal gucken, was die Stimme sagt. Ich sag natürlich wieder gar nichts. Lampe habe ich nicht. Toll, man merkt, die Anfangsphase war noch sehr energisch. Man hat kaum was gehört und somit kommen wir zum nächsten. So, Schlag den Raab. Ja, den ersten Teil. Noch ein bisschen langweilig, sag ich mal. Aber natürlich hat das sehr viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen. Und dann wollen wir mal die Stimme hören. Ich bin immer noch sehr ruhig. Es ist noch das Jahr 2011, meine Anfangsphase. Ich glaube, Stefan ist näher dran. Ja! Ja, Stefan war näher dran. Und ja, es hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall. Und zu diesem Let's Play kann man eigentlich nicht viel sagen. Es ist ein, ja, so wie in der TV-Sendung halt, 15 Spiele, davon gibt es jetzt sogar einen zweiten Teil, einen dritten Teil, der zweite Teil kommt auch noch, der dritte Teil natürlich auch noch bei mir. Alles schon in der Arbeit oder in der Produktion. Mal sehen. Aber natürlich abwarten. Ja, Need for Speed The Run war ein... ja, Hammer-Spiel, geiles Spiel, naja, es geht, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, man hört mich im Hintergrund reden. Das sollte natürlich ein bisschen leiser. So, man hat sich viel davon versprochen. Ich dachte, okay, es kann ein Hammer-Spiel werden, aber im Nachhinein 2 Stunden Spielzeit. Es war ein Flop in meinen Augen. Natürlich hat das Spiel Spaß gemacht, da für 2 Stunden mal kurz rumzurauen, sag ich mal. Aber für mehr war das auch nichts. Also in meinen Augen kein schönes Spiel. So, was soll man dazu noch großartig erzählen? Ja, dazu kann man nichts erzählen. Ich habe das durchgespielt innerhalb von 2 Stunden und 15 oder 30 Minuten, ich bin mir nicht sicher. Und ja, es war in meinen Augen teils ab und zu echt zu leicht. Need for Speed The Run, Etappe 10, Ostküste 03. So, und somit kommen wir zum nächsten. Und zwar habe ich hier mein allererstes Together. Und zwar mit den The Free Jazzer oder Jazzer. Und ja, es hat Spaß gemacht. Auch wenn das ein bisschen länger gedauert hat, und da wollen wir doch mal gucken. Ein eigenes Zimmer, Flo, sein. Lass uns hineingehen. Siehst du, Floser? Hier ist es doch auch schön. Oder nicht? Die Pokémon machen für uns den Umzug, räumen alles ein und machen sauber. Das ist doch etwas, was praktisch. Das ist doch so etwas von praktisch. Floser, dein Zimmer ist oben. Schau es dir doch mal an, Spatz. Vati hat dir eine neue Uhr zur Begrüßung geschenkt. Vergiss nicht, sie einzustellen. Gehen wir mal nach oben, natürlich die Uhr einstellen. Ich dachte, dass Alex mitredet. Okay, schade, war nicht so halb so wild, aber es war ein tolles Projekt mit ihm. Das hat auch, glaube ich, dieses Jahr erst beendet. Ich glaube, wow, ich glaube im Dezember oder so. Oder nee, im November, Oktober, ich weiß es nicht, wurde es beendet. Hat also ein Jahr gebraucht. Okay, da lagen auch viele Zwischenprojekte, viele Probleme dazwischen, meinerseits, seinerseits. Von daher hat es sich in die Länge gezogen, hat aber Spaß gemacht. Und somit haben wir es trotzdem noch erfolgreich beendet. Ja, hier haben wir mein allererstes Dragon Ball Spiel, und zwar Dragon Ball Advance Adventure. Da sind wir im Pilafs Schloss, das hat Spaß gemacht, das Spiel. Das war für den Game Boy, meine ich. Ja, es war für den Game Boy Advance. Also wie gesagt, es hat Spaß gemacht. Das war der erste Teil von den 3, 4 Spielen. Danach kamen noch 3 weitere. Eins leider nicht in Deutschland, aber dazu werden wir uns gleich mal befassen. Bäm, 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 bäm. Einfach drauf hier. Ja, man hört im Hintergrund mein Mikro rauschen. Also jetzt bei dem Let's Play. Man hört mich auch noch so richtig schön atmen. Das sollte aber natürlich jetzt alles schon weg sein.